Ja, hallihallo, liebe Abonnenten, Zuschauer und vielleicht auch Cosplayer. Und da haben wir auch schon das Stichwort. Wir befinden uns aktuell beim Cosplay Village hier auf der Gamescom. Ja, unser Kanal ist eigentlich Gaming-Kanal, aber zur Gamescom gehört auch Cosplay dazu. Ist eine ganz, ganz coole Sache hier. Ganz, ganz viele nette Leute. Und wir haben uns gedacht, ja, das lassen wir nicht einfach so an uns vorbeiziehen, sondern da machen wir auch natürlich gerne ein Video hier auf dem Kanal. Und deswegen möchte ich gar nicht so viel labern. Schaut euch einfach das Video an, was jetzt kommt. Habt viel Spaß und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Ich bin raus. Viel Spaß. Ciao, ciao. Liebe Freunde, willkommen hier zurück auf der Gamescom im Cosplay Village. Ich stehe jetzt hier mit Kizuna. Kizuna, richtig. Ja, Kizuna ist eine Cosplayerin, wie man sehen kann. Und ich habe eine Frage an Sie. Hast du das Kostüm selber gemacht? Ja, das ist komplett selbst gemacht. Das ist noch eins meiner ersten Kostüme. Okay, und dafür sieht es aber richtig gut aus. Wie lange hast du dafür gebraucht? Erstmal danke. Es hat so 3-4 Wochen gedauert, das zu machen. 3-4 Wochen? Ist es normal die Zeit für so ein Kostüm oder geht es manchmal doch länger? Also ich habe halt sehr intensiv daran gearbeitet. Ich habe bis jetzt nur so 3 Outfits gemacht, deswegen weiß ich gar nicht, was so der normale Bereich ist. Aber ich habe bei allen so 3-4 Wochen ungefähr gebraucht. Das ist schon eine Zeit für ein Kostüm. Ist es, sage ich mal, irgendwo auch teuer, sowas zu machen? Weil, oder ja, kostet es ziemlich viel Geld? Es kommt halt ganz darauf an, was man gerne machen möchte. Wenn man die Rüstungen unbedingt mit Warbler machen möchte, kostet das schon viel Geld. Man kann aber auch Rüstungen aus Schaumstoff basteln und Moosgummi, sowas in die Richtung. Da gibt es verschiedene Materialien und man kann ja auch was aus Stoff machen. Also es kommt ganz darauf an, man kann auch günstige, gute Cosplays machen und man kann eben auch teure, gute Cosplays machen. Ja, da hören wir es. Sehr zeitintensiv, kann teuer, kann aber auch günstig sein, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, oder? Genau. Jawohl, und damit sehen wir noch mehr von der Gamescom. Danke. Ja, hallihallo. Ja, wir befinden uns hier immer noch beim Cosplay-Dorf und wir haben hier zwei sehr nette Cosplayer kennengelernt. Und ich würde sagen, die erste Frage, die ich stelle, vor allem auch dann für die Zuschauer, die es nicht wissen, welche Person stellt ihr denn da und auch vielleicht von welchem Spiel oder Manga, ne? Man weiß ja nicht, für die Zuschauer, die sich vielleicht nicht so auskennen. Ja, ich bin Matt Moxie von Borderlands. Und ich bin Handsome Jack von Borderlands. Genau, beide von Borderlands. Eigentlich müsst ihr wissen, wir haben Borderlands Let's Play eine lange Zeit und ja, eigentlich sollte man die Gesichter kennen und ich finde, super umgesetzt, da geht dann auch gleich die nächste Frage los. Habt ihr denn die Kostüme selber gemacht? Ja, zum großen Teil sind sie komplett selbst gemacht. Wie lange habt ihr denn da ungefähr gebraucht für dieses Kostüm?
Es war eine sehr spontane Entscheidung von uns. Also anderthalb Wochen vor der Gamescom haben wir tatsächlich angefangen, alles zu machen und sind auch pünktlich fertig geworden. Ja, also Respekt, ne? Das sieht richtig gut aus, also muss man wirklich sagen, auch mit der Schminke und allem, sehr, sehr gut. Du hast jetzt gemeint, die Waffen hast du noch gemacht, die sind auch richtig gelungen. Vielleicht auch mal kurz mal in die Kamera halten. Die sehen richtig, richtig stark aus, das muss man schon sagen. Ja, nehmt ihr auch einen Wettbewerb oder so teil hier? Oder? Als Assassinen, hier cosplayen auch von Ubisoft, aus Assassin's Creed. Und da sind wir auf der Bühne, wir haben beim Cosplay Contest mitgemacht und sind eingeladen worden von Ubisoft selber. Ja, das ist ja auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten wollt ihr vielleicht noch jemanden grüßen oder Werbung für euch machen, wenn ihr eigene Seite habt oder sowas? Also, mich findet man unter Yamashita Cosplay auf Facebook. Und ja, schaut mal vorbei, ich habe mehr Borderlands-Fotos drin und mehr von Assassin's Creed. Einfach mal vorbeigucken. Ja, Borderlands, Assassin's Creed, andere Cosplays gibt es auch bei mir. Bin Don Quixote Cosplay, wie Don Quixote, nur komplett eingedeutscht. Also man findet mich auf Facebook. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr da auch schnell Zugriff habt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für das Interview. Wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Messe. Ja? Eins noch, abonniert die zwei, sie sind super sympathisch. Ich mag sie schon total und das in den ersten zwei Minuten. Ja, das will doch was heißen. Also, vielen Dank an euch. Schöne Messe noch. Das war's. Ciao, ciao. Ja, hallihallo. Ja, wir sind hier weiterhin immer noch beim Cosplay Village und wir haben hier zwei ganz nette Personen und die Eröffnung. So, ja, die Eröffnungsfrage ist eigentlich immer gleich und zwar für diejenigen, die es vielleicht nicht erkennen, es soll so Leute geben, könnt ihr für euch selber mal kurz vorstellen und was ihr darstellt? Mein Name ist Norman Osborn, aber heute bin ich unterwegs als der grüne Kobold auf der Suche nach Spider-Man, um ihm seine Spinnenbeine auszureißen. Sehr cool. Und bei dir? Mein Name ist Clark Kent. Mein Name ist Wade Wilson und ich bin Deadpool. Ja, ich glaube, ich habe es richtig. Ja. Okay, ja, das, was ich als letztes gesagt habe, oder? Ja, ja, sie, ja, ja, ja. Jawohl, super. Ja, macht ihr öfters mal so Cosplays oder wie sieht es bei euch aus? Ja, sofern die Zeit das hergibt, schon. Also, wenn eine Convention ansteht und wir sagen, ja, da haben wir Bock drauf, das können wir irgendwie mit in die Arbeit einplanen, Urlaub nehmen und so, dann auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Und ansonsten habt ihr, wenn mal verschiedene Kostüme oder habt ihr jetzt nur ein Kostüm jetzt für die Gamescom zum Beispiel? Ja gut, letztes Jahr war ich Wade Wilson. Letztes Jahr hab war dann ich. Heute bin ich ich. Ja, heute genau. Ich. Also hab ich meinen Meister gefunden. Ja, es tut mir auch leid. Und dann alles wird gut. Den grünen Kobold. Also ihr seht schon, die verstehen sich schon richtig gut hier und haben auch sicherlich viel Spaß. Ich kann auch noch Spaß haben, wenn du willst. Das ist kein Ding. Ich gehe dann mal. Nee, also selbstverständlich, wir verlinken die Seite von ihm hier. Und da könnt ihr auch. Ja, von ihm hier auch, von dem, von mir auch. Von ihm nicht, das wird keiner sehen. Okay, von mir nicht. Also ihr merkt schon, die sind hier richtig cool drauf. Also geht mal auf ihre Seiten, sind in der Beschreibung verlinkt. Und wir sind raus eigentlich. Also ihr wollt noch jemanden grüßen oder irgendwas loswerden, dann könnt ihr das gerne jetzt tun. Hallo zukünftiges Ich, das gerade das Video anschaut. Du bist geil. Ja, alles Gute an Onkel Ben. Alles klar, also ciao.
close. Racing through the waves, I want to.